Ankunft in Sakarya, Treffpunkt mit Osman. Unsere Reisepässe mit Russlandvisum liegen bei Ibrahim und Osman bereit. Osman und Ibrahim laden uns zum Barbecue in den Bergen ein. Uns wurden lokale Köstlichkeiten serviert. Es war ein geselliger Abend und einige haben ordentlich Raki getrunken. Ibrahim links und Osman rechts kenne ich von der FMT 2019. Begleitet wurde der Abend mit türkischer Folklore, mit Tanz und Gesang. Übernachtet haben wir dort oben in unseren Zelten. Osmans Auto hat sich als echter Offroader bewiesen. Das ist ein Stück von einem alten Zaun. Und der Chai-Ofen muss immer brennen. Die gegrillte Rinderwurst war auch sehr lecker. Eine Wasserquelle aus den Bergen dient zum Waschen und Kochen. Unser Zeltlager zwischen Wolken und Sonne einfach ein Traum. Am Morgen danach konnten wir schon wieder was essen. Ein mehr oder weniger missratenes Selfie mit Ibrahim und Osman. Eine Aufnahme während unserer 4 Kilometer langen Wanderung. So viel Gastfreundschaftlichkeit, unglaublich. Ein verlassenes Haus. Ich möchte da jetzt gerne mal reingucken, was da ist. Ein Ofen. Er sieht aus, als wäre das hier fluchtartig verlassen worden. Da hängen noch Klamotten an der Wand. Irre. Eine bleibende Erinnerung. Die Abfahrt nach dem Regen war der reine Horror. Ich hatte einen Köttel in der Hose. Türkischer Kaffee. Erst das Wasser trinken, dann den Kaffee. Ein Gemeinschaftsfoto mit Osman zu Ehren von Atatürk. Hier sieht man die Teeofen der Firma Süleyman. Osman macht mit uns noch eine Sightseeing-Tour. Heiko und ich am Abandsee. Dieses Auto wird mir wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Ein letzter Blick auf den Abandsee. Breakfast for Champion. Eier mit Wurst. Frühstück im Freien. Der Tim ist jetzt auch dabei. Top-Location zum Übernachten und Frühstücken. Unterwegs im Hinterland der Türkei. Jetzt zu dritt. Die drei Aliens in diesem kleinen Bergdorf sorgen für Aufregung. Landschaftlich einfach traumhaft hier. Vorbereitung des Livestreams am Schwarzen Meer. Ein Landwirt mit seinem Traktor geleitet uns zu einem freien Campingplatz. Kaffeepause am Schwarzen Meer. Im Schatten lässt es sich am besten aushalten. Und das Schwarze Meer ist nicht schwarz, sondern blau, mit Süßwasser. Wir kommen nicht weg, ein Transporter versperrt uns den Weg. Der Fahrer findet's cool und möchte gerne ein Selfie mit uns. Mein Haus für eine Nacht. Das ist mein Haus für eine Nacht. Über die klapprige Holzbrücke mussten wir fahren, um zu unseren Häusern zu kommen. Nach diesem Bild steht es 7:4. Die Rot auf Beiburt fahren wir zu viert. Der Nico ist dazugekommen. Und Chai gibt's überall. Dieser freundliche Polizist an der Bergstation hat uns eingeladen. Von den rund 30 Offroad-Spitzkehren haben wir die meisten hinter uns. Heikos Motorrad hat einen Platten, wir konnten es reparieren. Wir haben es geschafft, ohne Sturz ging es über den Pass. Auf einem Gipfelplatz lässt Heiko noch die Drohne sausen. Überall, wo wir hinkommen, möchte man ein Foto mit uns machen. Die Wege trennen sich, Abschied von Tim und Nico. Heiko und ich fahren weiter nach Erzurum. Und wir wissen jetzt, dass Heikos Reifen dicht ist. So, das war die kleine Bildgeschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.